Moin Leute, herzlich willkommen. Neues Video auf meinem Kanal. Wir zocken wieder eine Runde Forza Motorsport. Das Rennwochenende geht weiter. Die ersten drei Rennen haben wir ganz gut gemacht mit manuell schalten und alles. Ich wollte euch aber nicht vorenthalten, was hier beim Tuning rauskommt vor dem nächsten Rennen. Na, weil das ist nämlich schon ordentlich. Beschleunigung geht ordentlich hoch, Geschwindigkeit geht auch ordentlich hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir das mit Handling und Bremse dann hinkriegen. Weil bis jetzt ist der Wagen ja echt gut am Rutschen, ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir das erstmal. Ich fahre dann wieder die Trainingsrunde und dann hole ich euch gleich wieder dazu zum Rennen, ne? Okay, das Rennen war ein bisschen anstrengender, aber es ist auch das Training. Rennen kommt ja jetzt erst, es ist bei Regen und die Strecke ist halt echt katastrophal dafür. Was machen wir denn? Eigentlich haben wir vorhin gesagt, wir können noch weiter nach hinten gehen, ne? Was gibt's denn hier für den 24.? Okay. Kann wir versuchen mal von Platz 20 aus loszufahren. Wie gesagt, die Strecke ist ein bisschen Katastrophe. Das ist hier Barcelona, bla bla bla, Circuit Catalunya. Und das Problem ist halt echt, dass bei Regen. Also die Strecke geht an sich, aber regentechnisch, da müsste ich mich vielleicht dann wirklich mal mit auseinandersetzen, ob das Sinn macht, da tuningtechnisch doch ein paar Feinheiten zu machen. Oh, gibt einen fliegenden Start. Okay, fliegender Start, mal was Neues. Wir wollten auch schalten, ne? Gucken wir mal, ob wir hier ohne Feindkontakt durchkommen, wa? Im Moment sieht das ja ganz gut aus. Jo, alter BMW-Fahrer, ne? Also ich will ja keine Vorurteile hier aufrufen, aber wer meint auch, der hat eingebaute Vorfahrt oder was? Okay. Da drücken wir uns mal unfreundlich durch, ne? Ah, okay, da würde ich einmal zurückspulen, da das halt. Ah, okay, das brachte uns nicht so viel. Gefühlt sind die aber alle. Mit einem Fuß auf der Bremse, ne? So, wir kämpfen uns jetzt hier auch einfach hart durch. Okay, das gab eine Strafe. Ich habe nicht gesehen, wo ich bremsen musste. Es tut mir leid. Aber wir waren ein bisschen früh geschaltet. So, Konzentration. Und jetzt die Plätze gut machen. Vielleicht wieder ein bisschen früh geschaltet, aber hier der Grüne, der klatscht mich auch ganz gerne weg. Das hatte ich im Training auch schon wieder. Kommt der aus der Boxengasse rausgefahren und klatscht mich erstmal voll in die Leitplanke, ne? Also Heck will weg. Wir müssen die Drehzahl ein bisschen begrenzen. Da gehen wir innen dran vorbei. Ah, und er macht keinen Platz, ne?
Er macht einfach keinen Platz. Na, der hat einen richtig geilen Sound, der Wagen vor uns. Der blubbert so schön. So. Ich muss ein bisschen früher schalten. Wander. Okay. Die Geraden gehören uns, aber wir haben nur noch eine Runde Zeit, ne? Ja, tut mir leid, aber da musst du nicht so früh bremsen, weil da war noch massig Platz. Ja, wo ist denn der erste? Da hinten. Ich würde sagen, ist noch alles drin, ne? Ja. Kann ich immer den Begrenzer hauen? Die bremsen mir zu früh, ohne Witz. Da, der Grüne will wieder Stress. Aber verständlich, wenn ich ihn so rein dotze, ne? Na komm, den kriegen wir noch, oder? Wir kriegen ihn nicht mehr, oder? Letzte Runde. Oh, doch. Letzte Runde. Ich dachte gerade, das wäre schon. Oh Gott. Unser Glück. Ich dachte gerade erst, das wäre schon so ein Foto-Finish-Ziellinie-mäßig Ding gewesen, aber. Dann ist ja alles gut. Ich weiß auch nicht, irgendwie gefühlt fährt es sich einfacher, wenn man keinen von den Idioten vor sich hat. Ja, früh geschaltet, aber. Jetzt auf der nassen Strecke dann doch lieber ein bisschen sicherer fahren. Einmal zu früh und zu weit runtergeschaltet.
auch wieder ein zu weit runter. Und die 2 brauchen wir hier in der Kurve nicht. Aber so macht das Ganze auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Man muss auch ein bisschen mehr achten. Ich merke, dass das Schalten mich teilweise doch noch ein bisschen überfordert, vor allem wenn dann sowas wie Regen dazu kommt. Ne? Aber läuft doch ganz gut. Oh, ja, sagte er und jubelt die Drehzahl an den Anschlag. Okay. Das war eine gute Leistung. Sehr schön. Paar Teile freigeschaltet. Gucken wir mal. Aber wenn er noch mehr Leistung kriegt, aber weniger Handling. Ja gut, okay, Bremsen und Handling geht diesmal ein bisschen mit hoch. Sehr schön. Kann nicht schaden. Aber gut, wegen nasse Fahrbahn ist jetzt vielleicht auch nicht ausschlaggebend dafür, ne? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Training, ne? Okay, das ist eine recht schnelle Strecke. So, jetzt fahren wir auf 20, ne? Komm, wir gehen jetzt mal volles Risiko und starten mal von hinten. Und ich sag schon mal direkt vorweg, Verschalten ist vorprogrammiert. Aber eigentlich finde ich, kommen wir mit der Kiste ganz gut vom Start weg. Eigentlich dann recht leicht macht am Anfang die Leute auch einzuholen, ne? Frage ist, will ich mitten in den Pulk? Und da ist jetzt die Frage, hätte ich den Platz machen müssen? Ey, Junge! Bremsen wir denn hier alle? Okay, der war unfair von mir. Schalten wir nochmal runter. Junge, ich stand voll auf der Bremse. Spur mal zurück. Also keine Ahnung, warum ich dem so reingedotzt bin, aber ich stand voll auf der Bremse. Und das versuchen wir noch mal ein bisschen fairer zu machen, aber kann ich noch weiter zurück. Ja, hier sind wir dem schon voll reingedotzt, ne? Na gut, komm, wir versuchen das Ganze noch mal in fair. Ich weiß zwar nicht, ob ich das hinkriege, aber war das Ganze nochmal in fair. Ich weiß halt nicht, von wo er mich vorbeilassen wollte. Wahrscheinlich gar nicht, aber nicht gut genommen. Ja, lass mich aus dem Kiesbett raus, danke. Ja, geschwindigkeitstechnisch geht der Wagen krass, ne? Wenn wir den drehen bis zum geht nicht mehr, aber
Materialverschleiß halt, ne? Vom Feinsten, ey. Wenn wir sonst die Kolben nicht wegplatzen, ist alles so, wie wir den Wagen drehen, ne? Ja. Wir prügeln den Wagen hier auch um die Kurven, ne? Also. Fahren am Limit. Zu weit. Das ist so eine zweite Gangkurve, aber ich sträube mich irgendwie vor dem zweiten Gang. Ich weiß nicht warum. Junge, was bremst du da? Da kann man mit Vollgas durch. Lass mich vorbei, danke. Aber dafür, dass wir von hinten gestartet sind, ist das doch ganz gut. Junge, da bist du aber selber schuld jetzt, ne? Also das... Würde ich jetzt nur mal gesagt haben, ja? Ach, komm. Was soll ich denn machen, wenn er mich vorher voll ausbremst und mir vorzieht? Dann muss ich da Platz machen, damit ich den nicht wieder ramme, oder? Das ist echt, in der Kurve bremsen geht gar nicht. Der war nicht so pralle, aber... Krass in die Motorbremse hauen, ne? Bisschen mehr Bremswirkung. Aber auch das Rutschen, ne? Das ist Katastrophe. Aber es macht schon Bock. Ich glaube, man muss jetzt mal wirklich gucken, irgendwie bei Black Friday ein vernünftiges Lenkrad mit Pedale oder sowas. Also das schockt. Letzte Runde. Noch eine Runde. Das ist halt auch mit den roten Dingern mittlerweile.
so krass wieder einbremst und sich querstellt, ne? Das war nicht so geil. Mehr als hart am Limit hier, ne? Aber ich würde halt auch gerne mal in den 7., 8. Gang schalten können, ne? Das ist ja... Bis jetzt fahren wir hier maximal immer nur bis zum 6. Oh, da hätte ich ein bisschen mehr bremsen müssen. Dann machen wir mal einmal ein bisschen... Ich weiß nicht warum, aber da habe ich mich geweigert, auf die Bremse zu treten. Wir so viel Zeit für das Überdrehen des Motors, ne? Ja, das muss noch einfach ein bisschen mehr in Fleisch und Blut übergehen. Bin ich ganz ehrlich. Das sitzt halt auch noch nicht hundertprozentig mit den Schaltpunkten. Bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn man wieder ein anderes Auto fährt, was nicht getuned ist. Super. P1. Ja, also ich bin ja mal gespannt. Also klar, wahrscheinlich hinter die höherstufigen Fahrzeuge werden wahrscheinlich hinterher noch ein bisschen schwieriger sein zu meistern, ne? Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Schwierigkeitsgrad doch echt leicht. Und wie gesagt, ich meine, prozentuell waren wir ja komplett oben. Gut, ich könnte jetzt die Fahrhilfe noch für die Linie ausmachen. Dafür müsste ich aber erst die Strecken wieder ein paar Mal gefahren sein, glaube ich. Bevor das dann Sinn macht. So, endlich kriegen wir bessere Bremsen. Dann fahre ich den vielleicht auch nicht immer hinten rein. Gut, dann Mugello. Wir sehen uns nach dem Training. Okay. Das Rennen haben wir auch erstmal wieder geschafft. Oder ist das das Training? Ich weiß nicht, warum ich immer Rennen sage. Ich bin immer so viel Stoff damit für mich, wie ein Rennen ist anscheinend. Ich werde hier auf der Strecke, glaube ich, auch wieder von 24 starten. Wir können ja mal eben kurz noch mal einmal kurz gucken, was hatten wir denn jetzt Schwierigkeit? Ach ne, wir haben Schwierigkeit noch gar nicht voll angepasst, ne? Gehen wir mal auf 6, ne? Und bleiben noch bei den Sportregeln. Ja, doch. Also für volle Strafen bin ich noch nicht. Machen wir 50% Bonus, ne? Gucken wir mal. Dann will ich aber jetzt hier auch erst nochmal sagen, von 20 aus starten. Und dann gucken wir mal, ob wir das letzte Rennen auch noch gut hinkriegen. Mugello Circuit. Strecke fühlte sich eigentlich soweit ganz gut an. Da habe ich diesmal weniger Probleme gehabt. Mal gucken, wie es im Rennen wird.
hatte mal die Hoffnung, dass ich auf der Strecke mal den siebten schalten darf, aber das wurde mir verwehrt. Oh ja, ja, zwei leichte Rempler hier. Schon bessere Bremsen, also von daher ja. Ja, ohne Witz, also man kann ja nicht frecher die Tür zumachen, oder? Frecher geht's nicht, ey. Oh, nicht unterschalten, hochschalten. Warum bist du denn da so langsam, Kollege? Man kann hier Gas geben. Ja, ein bisschen früh geschaltet, aber... aufholen. Schön über die Curbs. Ein bisschen schalten, dass wir schon mal ein bisschen bremsen, ne? Ein bisschen lange Begrenzer gehangen. War nicht so gut, ein bisschen Zeit verloren, aber geschwindigkeitstechnisch. Okay, da war der zweite ein bisschen. Das ist natürlich noch ein bisschen schwer, wann ich in den zweiten schalten kann, wann nicht. Der Arsch halt rum, wenn ich bremse. Schön mit Speed hier durch. Halt, da schiebt er so richtig schön im Hintern rum in der Kurve. Bisschen früh geschaltet. Vielleicht ein bisschen länger ziehen können, aber noch ein bisschen Zeit aufzuholen. Aber siebter Gang geht immer noch nicht. Mal im vierten rumzirkeln, damit wir da nicht zu weit rauskommen. Ja, fliegen wir dann wieder in den dritten.
Oh, da geht einfach der Arsch weg. Oh Gott, okay. Da spüre ich nochmal zurück. Da hätte ich nochmal einmal mehr bremsen müssen. Ah, reicht das? Bin mir nicht sicher, ob das... Machen wir lieber so auf Nummer sicher. Der Wagen, der schiebt gut das Heck rum. Ja, ich bin auch, glaube ich, teilweise zu oft auf den Curbs unterwegs. Beziehungsweise auch da, da weiß ich halt nicht, da schalte ich zwar hoch. Warum komme ich denn da so weit raus, ne? Ich traue mich nicht auf die Bremse zu treten. So ein bisschen Zeit verlieren wir, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Ich würde gerne sehen, wie viel ich zum nächsten Zeit habe, beziehungsweise wie viel Vorsprung zu dem dann hinter mir. Also falls man das irgendwo einstellen kann. Habe ich das irgendwie noch nicht gesehen. Zwischenschalten. Schön im Begrenzer halten, ne? Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Wofür? Weil ich da wieder minimal von der Strecke abgekommen bin, oder was? Wow, 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 nee, nee, nee. Es ist echt. Das ist echt brutal, ne? Bremst doch nicht. Wenn du bremsen willst, dann überhol nicht. Echt die Begrenzer und die Curbs und dort alles. Ja, jetzt müssen wir ein paar Meter machen. Ich merke, dass mein Schalten nicht so perfekt ist, wie es sein sollte. Das war kacke. Ich sehe das Rote, aber komisch, vor dem Training bin ich besser gefahren. Ja,
kann ich ja jetzt behaupten, wo ich das Training nicht mehr aufnehme. Nein, aber vor dem Training war die Strecke echt. Wie gesagt, hier beim Rennen, ich habe das Gefühl, dass irgendwann die Reifen einfach nachgeben, ne? Hier sind wir schon die ganze Zeit am Lenken. Wir dürfen halt einfach nicht lenken, wenn wir bremsen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit die Hinterachse einen Eiertanz macht beim Rutschen. Okay, ob das gut war. Ich dachte, wieder Zeitstrafe, jawohl. Ja, ich glaube, da haben wir uns vielleicht dann jetzt doch mit der Schwierigkeit und von so weit hinten ein bisschen zu viel zugemutet, aber Sechster ist okay. Ich muss aber auch sagen, wir haben noch Kacke gefahren jetzt. Ich bin auch Kacke gefahren. Das geht besser, sagen wir es mal so. Geht deutlich besser. Ja, so hat man auch wenigstens was, wo man da ein bisschen drauf hinarbeiten kann, ne? Also Schaltpunkte, rauf, runterschalten, eventuell ein bisschen dran arbeiten. Beim Aufschalten lande ich zu häufig im Begrenzer. Und, ja, aber im Runterschalten weiß ich nicht, ob ich vielleicht doch zwischendurch nochmal ein bisschen weiter runter muss. Das ist halt alles die Sache, ne? Gucken, was zeigt uns denn an? Geht er direkt in die nächste Serie? Oder kommen wir ins Auswahlmenü für die nächste Serie? Nein, ja, okay. Das nächste wäre Super Limousinen, okay. Na gut, dann würde ich sagen, ne? Nächster Rennstart. Rennstart ist dann Super Limousinen, ne? Beziehungsweise, ich hatte ja gesagt, dass wir nochmal gucken. Weil das sind ja dann doch alles so ein, zwei Tage Tour-Dinger. Das ist noch nicht freigeschaltet. Ich hatte aber gesehen, wo war das denn? Rennen. Ist das Rivalen? Ich glaube, Rivalen ist das, ne? Genau, wir können dann für den Sonntag mal gucken, dass wir hier reingehen. Mal schauen, ob wir hier uns vielleicht einfach mal was Höheres aussuchen. Ja, und dann schauen wir mal, was so abgeht. Ja, auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare. Ein bisschen Feedback ist immer cool. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn ihr noch nicht habt. Wäre auch ganz cool, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns noch am Rennen Sonntag sozusagen. Und da gucken wir mal, was wir da machen. Ein bisschen Zeitrennen fahren. Schauen wir mal, wie gut wir sind. Im Gegensatz zu den anderen, wenn wir uns nicht gegen Computer messen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.